Entschuldigt, habt ihr hier zufällig einen Mechaniker gesehen? So ein kleiner mit Glatze? Ich suche den schon... Beim Barte eines Wookies. Devin. Devin Cotress. Hä? Jolie? Jolie Bindo? Altes Haus! Als ich euch das letzte Mal gesehen habe, seid ihr mit dieser alten Klapperkiste durch die Galaxis gezogen. Ich dachte, ihr wärt tot, Mann. Tja, was soll ich sagen? Ich bin irgendwo abgestürzt und geblieben. Ja, klar doch. Verdammt, Alter, ihr seht genauso aus wie beim letzten Mal, als ich euch gesehen habe. Ihr habt euch echt gut gehalten. Vielen Dank. Und du bist auch nicht mehr der Jüngste, was? Ich habe mir das Gefühl, dass ich noch ganz schön viel Backtracking betreiben muss, indem ich immer noch andere Begleiter mitnehme, um dann noch zu gucken, ob da irgendwelche Leute irgendjemand begegnet. Was soll das jetzt eigentlich für ein glatzköpfiger Mechaniker sein? Das klingt schon wie eine Sabotage. Julie, wir gehen. Wir haben keine Zeit für ein Wiedersehen. Wollte ich nicht einen Freund vorstellen, Julie? Ja, genau. Wer ist das? Hey, bist du taub? Er heißt Devin, ist ein alter Jugendfreund von mir. Na dann, Devin, ich muss jetzt wirklich weiter. Schon klar, alter Mann. Ach, Moment mal. Wenn ihr hier in diesem Sektor rumgekommen seid, habt ihr wohl auch von Sunri gehört. Nein, ja? Warum? Was ist mit ihm? Die Zelkath-Sicherheitskräfte haben ihn hier auf Manaan festgenommen. Wegen Mordes. Das ist doch absurd. Ich weiß. Elora ist völlig außer sich, wie ihr euch vorstellen könnt. Vielleicht könntet ihr ihnen helfen? Ich bin sicher, Sunri wäre für die Unterstützung durch einen Jedi jetzt sehr dankbar. Mal sehen. Das kommt ganz auf meinen Freund hier an. Ich begleite ihn nur. Warte mal, hat er gerade Manaan gesagt? Wir sind nicht auf Manaan, wir sind auf Dantooine. Bin mir halbwegs sicher. Also wenn ich mich nicht komplett verprogrammiert habe beim Bordcomputer, sind wir nicht auf Manaan. Da habe ich... Das gibt einen Planeten, der Manaan heißt, ne? Da sind wir bloß halt gerade nicht. Ich will nichts versprechen. Wir kümmern uns darum, wenn wir wieder nach Manaan kommen. Ja, ja, sicherlich. Ich bin dabei. Sunri ist ein alter Freund. Ich will nicht, dass ihm was zustößt. Geht mir genauso. Auf jeden Fall war es schön, euch mal wiederzusehen. Grüßt mir Elora, wenn ihr sie seht. Natürlich. Pass auf dich auf. Ach so, wenn wir mal zufällig mal rüberfliegen in eine andere... ein komplett anderes Sternsystem, dann reden wir da natürlich mit den Leuten. Ist klar. Okay. Will ich jetzt wirklich Sascha abgeben? Habe ich ja nicht mittlerweile Geld wieder? 3700 Credits, das reicht für nichts. Na gut. Ich könnte hier Dingsbums berichten, dass ich einen Tirentate erschossen habe, ne? So, hallo nur Akasula. Yukukumo! Zeig uns mal, schwer Fragen zu stellen. Ja, fahr fort. Nur wenn ich mir was bitten darf. Wir wünschen, obwohl ich weniger Informationen will, aus der Richtung. Ich vertrete menschliche Bürger, bla bla bla. Sie haben eine junge Tochter vor einigen Jahren geführt, haben sie verschwunden, bist du so bewusst, ist der Sascha. Auf meinem Schiff gibt es einen blinden Passagier namens Sascha. Denkt ihr wirklich, dass ich noch lebe? Das habe ich alles schon mal gefragt, ne? Ja, ich habe durch Zufall Sascha da, aber ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist, hier abzugeben, ne? Das sind sehr aufregende Neuigkeiten, Mensch. Seid ihr euch sicher? Ja, sie spricht Bruchstück auf Mandalorianisch, aber ich könnte sie verstehen. Ihr habt mich überzeugt, Mensch. Ein blinder Passagier ist das Mädchen, das ich suche. Darf ich zu ihr? Sicher, ich bringe euch zu meinem Schiff. Achuta. Dann lass mich zu ihr gehen. Ich sehe mich sehr nach, sie zu sehen. Er will sie sehen? Ich weiß nicht, ob ich das hier nicht gleich nochmal laden will. Obwohl er geworden ist, glaube ich, nicht wiederzugeben, mein Kind. Ich bin hier, um dich zu seinem Vater zurückzubringen. Vespa Kua hat recht. Du hast tatsächlich einen kleinen Sprachfehler. Ich bin mir sicher, dass sich das beheben lässt. Kipuna. Bona na kichu. Gut, mein Kind, ich bringe dich nach Hause. Tong abuk shami no nok. Luaka Nabatz, na, das ist. Ja, das ist Luaka, das ist so, du kannst. Tong ki ba non tontek. Slimo wanga kun bikin. Tong heit wam. Vielen Dank für eure Hilfe, Mensch. Ich muss jetzt die Eltern und Mädchen auf ewig dankbar sein werden. Was? Das war's? Echt? So einfach? Kein Follow-up? Vor allen Dingen. Ich weiß nicht, also sie einfach irgendwie in die Obhut von irgendwelchen Leuten zu geben, erscheint mir halt irgendwie falsch. Ich hätte ja irgendwie lieber sich selber zu den Eltern begleitet. Guck mal, er ist nämlich jetzt einfach weg, okay. Obwohl er sich in der Gruppe angeschlossen hat, ist Julie ein rätselhafter Zeitgenoss. Vielleicht sollst du ihn fragen, warum er mit dir gekommen ist. Mit Julie sprechen. Achso, stimmt, den habe ich noch gar nicht zugelabert. Ich weiß gar nicht, wo der auf dem Schiff rumsteht. Okay, wir reden noch mit Julie. Du hast doch was auf dem Herzen, oder? Oh, naja, nur, ja, warum bist du denn mitgekommen? Müssen wir so mit dir machen, das Gespräch? Ich hätte gern einen ruhigeren Ort. Wegen deines Schiffs. Ich hatte den Klang von Triebwerken schon fast vergessen. Auf Kashyyyk gibt es nichts als brünftige Ulla. Schrecklich.
Das ist alles? Er will einfach nur durch das Universum fliegen? Okay, kann ich verstehen, aber trotzdem. Bisschen komisch, oder? Also er will einfach nur mitfliegen. Vielleicht wollte ich auch nur was zu essen. Aber was kommt da eigentlich aus dem Synthesizer? Machst du das verdammte Ding nie sauber? Doch. Also weiß ich nicht. Ich hoffe, ich habe Leute dafür, aber ich selber bin unfähig. Ich kann nur Leute umhauen. Ich kann nur Gewalt. Jetzt sag doch mal. Ich bin alt, verflucht nochmal. Ich darf geheimnisvoll sein, wann und wo ich will. Haben wir uns verstanden? Weißt du, du erinnerst mich an jemanden, den ich vor Jahren kannte. Ein freundlicher Zeitgenosse mit einer großen Zukunft. Will jetzt sagen, dass er der ehemalige Meister von Rivan ist? Weil irgendwie läuft alles auf die beiden hinaus. Und da Malak ja auf jeden Fall Rivan als Meister hatte, bleibt ja nicht nur der eine übrig. Was würdet ihr damit sagen? Nein, oder vielleicht doch. Jetzt wäre ein anduvianisches Salzbrett gut, was? Egal, wo war ich? Ah ja, Andor Vex, so hieß der Kerl. Die Macht war ungeheuer stark in ihm. Er hatte eine große Zukunft vor sich. Und dann ist er leider gestürzt und hat das Knie gebrochen. Ich habe noch nie von ihm gehört. Und hier sind wir diesem Mann gereist? Ja, ist aber nur, weil die Macht in einem Menschen stark ist, heißt das nicht, dass er eine große Zukunft hat. Allerdings schadet es nicht, ihn im Auge zu behalten. Tja, jedenfalls stellte sich heraus, dass sich der arme Andor ein bisschen überschätzt hatte. Seine Vermessenheit führte schließlich zu seinem Fall. Leg dich das doch raus. So ist diese versteckte Blöde, ne? Hab die Geschichte natürlich von Sinn, hat der Mann. Das sind wie alle drei Optionen sind kacke. Mir fehlt die Option, wo einfach nur steht, fahrt fort, alter Mann. Oder wie sowas in den Dreh und nicht. Irgendwie, alle diese drei Dinger sind herablassend. Leg dich das doch aus. Wieso sollte ich? Das hab ich doch gar nicht nötig. Also setz dich hin und lass mich ausreden, verdammt nochmal. Wo war ich? Ach ja, bei Andors Fall. Ich war noch ziemlich jung, als es passierte. Damals hat mich Andors Schicksal nicht die Spur interessiert. Aha, das ist aber sehr untypisch. Wie jung? Sagen wir, ich war ein aufstrebender Jedi mit wallendem Haar. Und Kursan war eine kleine Stadt mit einem Brunnen. Ich wollte Andor gerade seinem Schicksal überlassen, als sein Schiff von einem dimianischen Zerstörer überwältigt wurde. Du hast vermutlich noch nie von den Dimianern gehört, aber damals waren sie verdammt lästig. Ihr Anführer hieß Krat, ein riesiger Kerl mit großen Zähnen. Krat zerrte uns auf die Brücke seines Schiffs, um uns zu verhören. In diesem Moment wurde mir klar, wie es mit Andor weitergehen würde. Sag mal, wie alt ist er? Also entweder erzählt er uns halt gerade irgendwie wunderschönen Seemannsgarn oder er ist hier irgendwie mehrere hundert Jahre alt. Also ich meine, das ist ein Kursand, war nur ein kleines Dorf mit Brunnen, ist jetzt wahrscheinlich eine leichte Übertreibung. Aber trotzdem, wie alt ist er gleich nochmal? Er wird also gerade eliminiert. Woher wisst ihr das? Ganz einfach. Ich habe nur die Zeichen gedeutet. Aber wir Jedi werden in solchen Dingen ausgebildet, mehr oder weniger. Andor hielt sich für unsterblich und stellte alle möglichen Forderungen. Lasst mich sofort frei, ich werde nichts sagen, bla bla bla. Irgendwann hatte Krat genug und er brach Andor langsam das Genick. Ich sagte Andor, er soll den Mund halten. Ich glaube, er hat mir zugestimmt. Vielleicht war das aber auch nur ein Räucheln. Schließlich warf Krat Andor in diesen riesigen Reaktorschacht. Der arme Kerl wurde natürlich sofort aufgesogen. Auf dem Weg nach unten muss Andor irgendwas zerstört haben. Ich erinnere mich nur noch, dass plötzlich alle Alarmsysteme des Schiffs aktiviert wurden. Klingt immer mehr wie Seemannsgarn. Aber schön, dass ihm langsam das Genick gebrochen wurde. Wie auch immer das funktioniert. Ich konnte mich gerade noch auf unser Schiff retten, bevor der Zerstörer explodierte. Krat nahm ein unrühmliches Ende und die Dimianer haben sich nie mehr erholt. Der Was? Zwischenfall hat die Politik des ganzen Sektors nachhaltig verändert. So viel zu Andors Schicksal. Nicht übel, was? Wie alt? Was? Was ist das für eine sinnlose, punktlose Geschichte? Außer mit, er nahm sich zu voll und hat gesagt, dass er unsterblich ist. Was?
Ich glaube, er erzählt das nur, um geheimnisvoll zu sein, oder? Weil ich ihn vorhin seine Geheimnisvolligkeit absprechen wollte, erzählt er mir jetzt irgendwelche Bullshit-Geschichten. Wie können wir sichern, dass andere Worte verantwortlich war? Ich hasse euch, alter Mann. Was? Du tätest gut daran, dich auch vom Reaktorschacht eines Sith-Lords aufsaugen zu lassen. Andor war ein Held. Auf seine Weise. Na egal. Jedenfalls ist meine Kehle trocken. Und du ärgerst mich. Na gut, dass wir ihn bei haben. Ich renne gleich weiter mit ihm. Ich muss noch 5 Meter weit rennen. Weg von diesen komischen Dingsbums da. Ich kann auch Desra gleich mal berichten, dass ich einen Terentatik wieder geschossen habe. Das ist übrigens erstaunlich wenig Macht immun war dafür, dass ich, glaube ich, mit Machtfähigkeit umgehauen habe. Du hast doch was auf... Ja, erzähl mir von Sunri. Was? Denkst du, ich war immer ein Einsiedler? Nur weil ich Sunri seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe, heißt das nicht, dass wir nicht befreundet sind. Ein Mann kann sich in dieser langen Zeit verändern. Aber wird er dadurch zum Mörder? Ich glaube nicht. Das ist nicht der Sunri, den ich kannte. Er war ein guter Mann. Hat mich bei sich aufgenommen, als ich den Orden verließ. Außerdem soll er ein Kriegsheld sein. Ich würde ihm helfen, wenn ich könnte. Das bin ich ihm schuldig. Du kannst mich natürlich auch daran hindern, glaube ich. Es ist mir egal. Und wie ist ihm alles egal, oder? Ja gut, hey, bleibst du mal stehen, ich will weiter mit dir reden. Du hast doch was... Weißt du, was über Dantin war? Schon mal hier? Nicht mehr als du. Verschwinde. Dieser Altersgast. Oh, alles klar. Spielen wir mit dem alten Narren. Der Kerl ist senil und vergisst sowieso alles, was ich sage. Warte, wie war das gleich? Ja. Ich weiß immer nicht, was der Punkt von der Geschichte war. So, hallo, Desra. Oh. Ja, Padawan, kann ich dir helfen? Ich würde nur sagen, dass ich eigentlich eine Tatik. Ja, ich habe einen getötet, ja. Das sind gute Neuigkeiten. Diese Kreaturen sind ausgeboten. Hölle müssen vernichtet werden. Ihr habt der Galaxie einen Dienst erwiesen, Padawan. Vergesst trotz eures Sieges nicht die Gefährlichkeit dieser Bestien. In jedem darf sein Terentak niemals selbstzufrieden überstehen. Aber das wisst ihr ja selbst. Könnt ihr was für euch tun? Die große Jagd habe ich schon gehört, oder? Exakun-Kriege, Okay, das hatten wir alles schon mal. Ich muss weiter. Schönen Tag noch. So, auf zum Rat der Jedi, um mit denen zu quatschen. Ich muss übrigens die eine lustige Frau, deren Roboter ich kaputt gemacht habe, müsste hier noch irgendwo rumstehen, weil vorhin, ich habe im Questlog stand ja drum, dass sie zurückgelaufen ist zur Enklave der Jedi. Sie müsste hier irgendwo sein. Wie Master Zahn mir mitteilt, habt ihr die Examen erfolgreich bestanden. Und ein neues Laserschwert habt ihr auch schon, wie ich sehe. Jetzt seid ihr ein richtiger Jedi. Ich gratuliere. Ihr könnt stolz auf euch sein. Aber vergesst nie, dass ihr immer noch viel lernen müsst. Je mächtiger ihr werdet, desto häufiger müsst ihr den Versuchungen der dunklen Seite widerstehen. Das ist der ewige Kampf der Jedi. Und was machen die Sith in der Zeit? Die haben einfach nicht die Verlockung der dunklen Seite und die feiern den ganzen Tag oder was? Also immer wenn ich gegen die Verlockung der dunklen Seite ankämpfe, würde ein Sith-Lord an der gleichen Stelle sich denken, ja, ist alles wieder schön hier. Das ist doch bestimmt oben in diesem komischen Gästezimmer die lustige Frau, oder? Ich glaube übrigens nicht, dass der Rat der Jedi großartig was zu erzählen hat. Nee, hier ist der Passag-Spieler, mit dem will ich nicht reden. Samt, Elise. Wer ist denn Samt? Wer sind die beiden? Also, Matt, Elise ist, glaube ich, ist die lustige Frau, aber wer ist denn das Samt? Was wollt ihr? Aber Samt, nicht so unfreundlich. Ohne diesen jungen Jedi wären wir uns nie begegnet. Ich sollte mit ihm sprechen. Ich habe mir den Verlust meines Druiden zu sehr zu Herzen genommen. Es tut mir leid. Ah ja, okay, jetzt, und sie hat jetzt einen neuen Macker kennengelernt und ist jetzt über ihren Mann hinweg. Das sind ja gute Nachrichten, dass sie das, die Trauerverarbeitung so gut übernommen hat. Eine Belohnung sagt mehr als 1000 Worte. wir werden wahrscheinlich weiterhin arm, aber sexy bleiben. Na gut, dafür gibt es keinen Grund. Doch, ich hing zu sehr an dem Druiden. Er war alles, was mir von meinem Mann geblieben war. Vielleicht dachte ich, dass mein Mann in dem Druiden weiterlebt und bei mir ist, aber ich bin zu weit gegangen. Ich hatte mich völlig zurückgezogen. Das war falsch. In meiner Trauer kam ich hierher zurück und traf Samund. Er ist wirklich faszinierend. Samund. Der Typ, der mich gerade so unhöflich angemauzt hat, der ist auf jeden Fall richtig toll faszinierend, der Typ. Also, ein Herzchen ist das. Und das sagt ja auch viel über den Charakter aus. Du kommst um rein. Lustigerweise bin ich genau so. Das, macht das ein bisschen zu einer Selbstkritik. Ja, schien recht nett. Was? ich habe schon Besseres gesehen. Ja, bestimmt total nett. Ich kam mit Samund ins Gespräch und, naja, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Ich denke, wir werden uns öfter sehen. Tja, das ist der Lauf der Dinge. Vielleicht gibt es doch so etwas wie Schicksal. Aber wir sollten jetzt gehen. Wir haben noch so viel zu besprechen.
Ich wollte euch nur danken für das, was ihr für mich getan habt. Und was ihr zu tun versucht habt. Lebt wohl. Und vielen Dank. Also wenn irgendwann mal das Remake-Remaster rauskommt und ich sie mit der dunklen Seite rausschicken kann zu diesen Druiden, den ich vorher erzählt habe, dass ich genau das machen würde, wird das ein Fest. Ich will die noch hin. Okay. Kann ich jetzt diese Fett... War das die Fettkiste, die ich schon geplündert habe? War leider schon. Na gut. Gut. Krieg safe. Starten wir noch kurz beim Ratbericht. Der sich wahrscheinlich überhaupt nicht dafür interessiert, was ich ihnen erzähle. Immerhin macht der Rat mir keine Vorwürfe, dass ich immer noch keine richtige Jedi-Robe anhabe. Aber die braucht ja auch keiner. Also die alle weg? Nee, sind tatsächlich noch alle da. Hätte sein können, dass die zwischendurch mal umgezogen sind. Weil wenn wir statt ein ähnliches Bericht bei Vrock, der mag mich ja nicht, ne? Dann gehen wir mal zusammen. Möge die Macht bei euch. Ja, okay, danke dafür. Es ist schön zu sehen, dass ihr lebt, Padawan. Ihr habt uns also nicht völlig enttäuscht. Toll. Noch nicht. Warum belästigt ihr mich also, statt nach der Sternenkarte zu suchen? Ich habe wichtige philosophische Fragen. Warum der Mandalorianer schon? Also das kann ich noch fragen, das ist tatsächlich eine gute Frage. Aber macht der Rat nichts gegen die Mandalorianer? Ihr habt also von ihnen gehört, ja? Bis vor kurzem waren sie noch recht harmlos. Es ist tragisch, dass jemand sterben musste, bevor wir uns entschlossen haben, einzuschreiten. Ihr dürft mit den mordenden mandalorianischen Plünderern verfahren, wie ihr es für richtig empfindet, solltet ihr auf sie treffen. Das ist natürlich auch ein sehr interessantes moralisches Fundament, ne? Auf der einen Seite sagen die Jedi immer, ja, musst du mal alles friedlich lösen, dann, oh, erst sind leider Leute gestorben, tut uns leid, kann man nichts machen. Und jetzt, naja, du hast eigentlich Lizenz zum Töten, geh halt raus und baller um dich, viel Spaß. Also, ja, ist schon passiert. Dürft bei eurem Auftrag nicht scheitern. Ja, ja, findet doch, hütet euch vor der Dunkelheit. Ja, ja. Das schickt, möge die... Ja, ja, okay, Maul. Okay, die haben alle nichts zu sagen. Das ist schön. Ja, Maul. Okay, gut. Also hier kann ich nichts Neues machen. Ich grüße euch, junger Pat. Als ihr... So, kann ich hier noch was Neues abgreifen? Also hier wieder Akademie. Was ich, ich will jetzt gehen. Nö. Okay, gut. Also hier kann man nichts Neues erfahren. Na, Judy, denn sind wir auf Dantooine. Also wir haben eigentlich keinen Grund mehr, nach Dantooine zurückzufliegen, ne? Weil das ist... Wir können ja beim Rat anscheinend keine Berichte erstatten und sonst auch nichts machen. Kennt ihr das? Hat er noch was zu erzählen? Die Suche nach der Sternenkarte? Ja. Yeah. Okay, nächster Halt ist dann anscheinend Tatooine, würde ich sagen. Wir können mal kennen, was, ja. Was? Hat er noch tolle Geschichten? Wir kämpften schon eine ganze Weile gegen die Truppen der Republik und lieferten uns viele Schlachten. Zu Beginn stellten sie keine nennenswerte Bedrohung dar. Doch das änderte sich, als der Jedi Revan die Sache in die Hand nahm. Die Flotten der Republik operierten plötzlich mit anderen, ausgefalleneren Strategien. Finden, Gegenangriffen, Massentäuschung. Revan war ein Genie auf dem Schlachtfeld. Revan ließ manche Welten ohne Verbündete zurück. Und andere wurden so zu stark, um sie anzugreifen. Er hat Opfer gebracht für höhere Ziele. Am Ende war er uns überlegen. Es ist... Das ist ja schön, dass so eine Heldengeschichte zu erzählt ist, aber... Das, ich meine, du kannst das halt natürlich daran erklären, dass die vorherige Philosophie der warum immer die Truppen eigentlich von anderen Jedi geleitet worden sind. Weil das in den Klonkriegen, also in so 3950 Jahren oder so, ist es ja eindeutig erklärt, dass die Jedi halt irgendwie die Truppen anführen. Aber das muss ja bei der alten Republik nicht der Fall sein, obwohl ich keine Ahnung habe, wie die überhaupt intern strukturiert sind. Auf jeden Fall haben die keine Flottenschule. Diese dumme alte Republik gibt es seit Ewigkeiten. Die wollen mir erzählen, dass die nicht einen einzigen Flottenadmiral haben, der irgendwie Ahnung von Taktik haben. Nach welchem Prinzip befördern die denn? Nach Verwandtschaftsverhältnis? Aber das hört sich gerade so an. Wenn ein Typ auf einmal einen Unterschied macht, dass die Flotte auf einmal wesentlich effizienter ist und auf einmal können die grundlegende Taktiken, das heißt ja, wer hat denn da vorher die Bude angeführt? Mickey Maus? Na gut, die hätte ich gegen die ganze Überraschung stehen, wenn Reber noch nicht aufhört, hätte es einen anderen getan. Aber was war mit den Sis? Ja, gegen die ganze hätte auch keine Chance gehabt. Massen. Aber es war knapp. So knapp. Es sah aus, als läge die ganze Galaxis in unserer Reichweite. Ich kann mich noch gut an die Entscheidungsschlacht über Malachor 5 erinnern. Die beiden Flotten erfüllten den Weltraum und überstrahlten die Sterne. Ah, was für das? Wir fragen noch weiter nach seinen Kriegsgeschichten. Erzählt doch mal so gerne davon. Der Sieg in dieser Schlacht, der letzten, entscheidenden des Krieges, war nicht euren Schiffen, nicht euren Leuten und schon gar nicht der prahlerischen Losung Kampf für die Freiheit zu verdanken. Den Ausschlag gab eine einzelne Person. Der Jedi Revan. Seine Strategien und Taktiken besiegten unsere Besten. Selbst Mandalore ließ sich von den grimmigen Angriffen der Zehenverteidigung und den raffinierten Plänen überraschen. Zunächst erzwang er einen völligen Gleichstand. Dann begann er, uns nach und nach zurückzudrängen. Wir hatten eigentlich nie eine Chance. Was? Die Republik wird immer siegen!
Seid doch nicht so naiv. Die Republik ist nicht unbesiegbar. Diese Schlacht war das Ende des Krieges, das steht fest. In gewissem Sinne bekamen wir nun das, was wir uns immer gewünscht hatten. Wir wollten einen Kampf gegen den Besten, an den man sich Jahrhunderte später erinnern sollte. Und den haben wir bekommen. Und Reron gewann. Wie mein Volk, so hege auch ich keinen Groll gegen ihn. An dieser Schlacht teilnehmen zu dürfen, war für mich die höchste Ehre. Wäre er ein Mandalorianer gewesen, dann hätte uns nichts und niemand mehr aufhalten können. Aber es ist sinnlos, über die Vergangenheit zu diskutieren. Wir sollten uns der Zukunft widmen. Wir reden später nochmal drüber. Wollt ihr noch etwas anderes wissen? Nee, danke. Achso, kann ich ihn über diese Welt fragen? Eigentlich nicht wirklich. Auch gut. Ja, gut. Schönen Tag noch. Ich weiß nicht, warum ich ihn immer nach irgendwelchen Storys frage. Vielleicht hoffe ich... Was, Reisesystem deaktiviert? Echt? Muss ich den ganzen Weg zurückrennen zu meinem Schiff? Ja. Wahrscheinlich ist Sascha gleich wieder da. Weil sie sich das doch nochmal überlegt hat, dass das doch nicht so geil für sie ist. Wenn das die ganze Sascha-Quest ist, bin ich ein bisschen enttäuscht. Du redest halt ein bisschen mit ihr. Obwohl, na gut, du hättest halt ziemlich lange ihre Sprache lernen müssen, ne? Damit du sie halt bequatschen kannst, dass sie abhaut. Okay, sie steht hier nicht rum. Naja, gut. Mal sehen, ob wir die irgendwo nochmal finden, wo es denn rausstellt, dass der Typ in Wirklichkeit irgendwie Kopfgeldjäger ist und jetzt einen guten Preis verlangt. Also das hätten wir vielleicht noch ein bisschen warten sollen, ne, bevor ich das mache. Naja, egal. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.